Willkommen beim Let's Play von Black Mesa. Ich bin Cody und bei mir ist heute Helios, der jetzt auch gleich den Timer starten darf. Genau. So, wir haben letzten Mal damit aufgehört, dass wir hier mit dem Zug weiterfahren wollen. Und unser Endboss zerstört haben. Genau. Ja, wobei so richtig End war der ja nicht. Ja, es war einer der... Also ich fand den letzten hier, diese fette Krake, die fand ich irgendwie schlimmer. Ja, schlimmer war sie, weil wir nicht die Knöpfe gefunden haben. Weil wir ewig gebraucht haben. Können wir uns hier noch ein bisschen ausrüsten hier. Wunderbar. Können wir das auch nochmal nachladen. Wunderbar, dann legen wir los. Also, wie konnten wir den nochmal bedienen? Genau, und dann... Vorwärts, ich glaube, rückwärts greift er auch, genau. Ja, habe ich das Drücksel dabei? Vorwärts, einfach W. Einfach W, okay. So, jetzt darf der uns drehen. Ja, dann geht's nach. Links. Wer ist die Basis? Lambda. Das Markenzeichen von Half-Life. Volle Kraft voraus. Hey, it's Freeman, right? Yep. Hold up a second. One of your scientist pals said they'd give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing a satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, okay. Get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Wunderbar. Also, wir müssen zum Lambda Team und die Rakete starten. Jo. Schon wieder. Eine andere Rakete. Ladedaten. Dann wird die Rakete gestartet. Into space. Into the space. Und dann werden alle Aliens vernichtet. Beziehungsweise die Eingänge der Aliens anscheinend. Und Justin Bieber. Alles Böse wird vernichtet. Okay. Oh cool, jetzt geht die gute Musik wieder los. By the way, die Musik ist nicht von Justin Bieber. Nein, glücklicherweise. Sondern von, wie hieß der? Aber auf jeden Fall kann man sie sich runterladen. Ja, von der. Wir packen den Link mal in die Description für die Musik. Jo. Es geht wieder weiter runter. Hier war unter Wasser stehen, ne? Ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass wenn man ins Mikrofon pfeift, dass das... Das heißt toll. Ja. Ah, ich kann jetzt, wenn ich E drücke, kann ich mich sozusagen... Dann kann ich sozusagen das Ding fahren lassen und selber absteigen. Thank you.
Das ist ja wie im Vergnügungspark, wo man auch auf so einer Bahn durchfährt, rechts und links. Ja, wieso? Aber das ist eher eine Geisterbahn, ja, ja, ne? Geisterbahn, genau, meine ich. Also sowas in der Art, ne? Gut, dass er nicht runterfallen kann. Was haben wir denn hier? Secure Access. Geht nicht. Ist auch kein Strom drauf anscheinend. Ich glaube, wir müssen erstmal ausmachen, damit wir da tauchen können, oder? Ah! Das ist ein Kabel. Ich glaube, das müssen wir da reinstecken. Sollen wir wieder deine Taschenlampe anmachen? Ja, also ich würde sagen, das macht den Zuschauern gar nicht so viel aus. Das ist nur bei dir so auf dem Beamer so, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Guck, da ist ein Teil drin. Da fehlt da noch das zweite. Das ist irgendwie rausgefallen. Boss! So. Jetzt haben wir hier den Strom angemacht. Manual Override. Ja, du musst ja nochmal da hinten den Schalter umlegen. Ne? Achso, müssen wir wieder anmachen, ne? Ah. Oh, hab ich gar nicht mitgekriegt. Warte mal, hier, wo ist die Waffe da? Oh, nachladen. Und weiter geht's. Das Geräusch. Geht's hier nicht rein? Hörst du das Geräusch? Kennst du Darks? Ja. Nee, wie heißt es? Donnie Darko? Da kommt dieses Geräusch ziemlich oft vor. Wird sogar eine Musik aus diesem Geräusch. Ich muss da wahrscheinlich noch irgendwas anmachen. Ja. Wie machen wir die denn tot? Fast. Oh, wir müssen da rein, ne? Tut mir leid, Hündchen. Sie wollten ja nur spielen. Sie wollten eigentlich nur spielen. Ja. Also wenn sie das auf ihrem Alien-Planeten machen, dann so, so als würden sie nur Stöckchen holen, wenn sie explodieren. Hechen gar nicht. Ich hab dir den Schwanz geschossen, du bist gestorben. Kannst jetzt nicht falsch denken, wenn ich Schwanz gesagt habe. Aber hast du gesehen? Ich hab den Krokodil hier. Ja, ja. Krass. Verletzliches Viech. Wir sind voll aufgeladen, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Taschenlampe? Das macht keinen Unterschied auf die Entfernung. Ah, okay. Das ist auf dem Beamer echt viel dunkler. Wenn du mal die Fernbedienung nimmst, dann mach mal heller. Oder wir machen es zur Erden, zur jo, nächsten genau, Aufnahme heller. Genau, wenn ich es finde. Aber man kann es auf jeden Fall heller machen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Vielleicht tauchen irgendwo Aliens auf. Ja, das ist mein Liebste. Oh! Volltreffer. Ja. Gleich nachladen, bevor es später wieder Probleme macht. Da oben sind wieder Laser. Oh mein Gott. So einige, die du gleich. Schnell abspringen von. Ja. So, jetzt kommst du nicht mehr hoch. Ah, doch. Jetzt nimm dich in Acht. Irgendwo steht einer. Den würde ich nicht schaffen. Ja, perfekt. Irgendwo steht noch einer. Da hinten. Oder? Da. Noch einer irgendwo. Auf der anderen Seite. Da, da. Und weg ist er vom Fenster. Tja.
Skill. Oh, außerdem hast du gesehen, wir haben Granaten. Jetzt in unserem Granatwerfer drin. Ja, hier. Ja. Ich zeig's dir mal gleich. Will ich aber erst nächste, lieber eher bei der nächste Massen. Gegner kommt. Ja, doch, ich bin nicht. Einsetzen. Bist du so einer, der durch Spiele durchgeht und sich die ganze Munition aufspart, nur mit der schrottigsten Waffe rumballert, weil er Angst hat, er könnte die gute Munition ja noch irgendwann am Ende gebrauchen? Ja, mehr oder weniger. Also, ich warte schon ab, wenn ich sehe, dass ich irgendwann auf Massen von Gegnern. Ich bin ja eher der treffe. Typ, der die Munition. Ja, toll. Direkt verwendet. Ja, dann mach mal. Schieß mal deinen Granatenwerfer. Na toll! Wunderbar! Wunderbar, jetzt hast du kaum Munition mehr für deine tolle Waffe. 5 ist doch noch genug. Ist ja nicht so, dass ich keine andere Waffe hätte, ne? Gesichert, das heißt, gleich kommen wieder ein paar angerannt. Ich glaube, die Untertitel haben uns bisher nur geholfen. Ja. Und immer noch sind wir sehr bekannt, berühmt. Was auch immer. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ja, also wir sind wahrscheinlich schon in der Base. Meinst du, das ist die Lambda-Base? Ja, okay. könnte hinkommen. Nehmen wir mal die Waffe hier. Da haben wir sowieso ausreichend Munition. Hm, das ist gut. Dann schalten die sich gegenseitig aus. Jo. Ja, lass ich glaube, die Aliens sind leichter zu bekämpfen als die ausgerüsteten Soldaten. I was starting to feel lonely. Den ist fast. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Was hat er gemeint? Better? Reload, Dr. Freeman. Nachladen. Ja, alles schön nachladen hier. Sir, ich höre etwas, ja. Hey, wir haben noch genug Leben. Krass. Wir sind gut. Ja. Ach, guck mal hier. Brutal, was ist das? Ist das der Granatenwerfer? Ja. Warte mal, ich kann mal gucken, ob der hier mitkommen will. Yeah, we might stand a better chance if we team up. Genau. Sehr vernünftig. Ups, hab ich den hier reingeschleudert? Kühlschrank. Kannst aufmachen, etwas reinlegen, wieder zuschließen. Gucken, ob das hier funktioniert. Ich hab jetzt das in die Mikrowelle gelegt. Ne? Pass mal auf, links. Da wird einer erledigt. Target. Guck mal, du lässt deinen Kumpel alleine. Ja, der macht es schon. Ich wollte hier was in der Mikrowelle machen, das hat aber nicht geklappt. Schade. Oh! Sag mir doch, dass wir Besuch haben. Der Kumpel sagt aber auch nichts, ne? Den Abzug gedrückt halten. Excuse me. Ja, er hat sich gerade entschuldigt dafür. Dass der mir andauernd im Weg rumsteht. So viel Aufladezeug, ey, ist das einfach nur krass. Granat, da bitte ein paar Granaten reinschmeißen. Ja.
Sorry, oh, ich hab meinen eigenen angeschossen. Tut mir leid. Geh mir aus dem Weg, ey. Oh. Und der Timer klingelt schon wieder. Was, der Timer klingelt schon wieder? Das kann nicht sein. Doch. Das kommt mir jetzt aber nicht so lang vor. Oh, guck mal, Kaliber 50 besetzen. Wuhu! Da sehen wir unser tolles Lamp da, links. In der Luft, da oben. Da ist es. Tatsächlich. Das ist auch das Half-Life-Symbol, ne? Und ich habe dir gesagt, der Timer hat geklingelt, ne? Ja, ich möchte weiterspielen. Vorbei. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Black Mesa mit Cody und Helios. Genau. Auf Wiedersehen. Ciao.